Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 4. Juli 2018? Ich habe schon verkündet, dass ich mehr in Richtung indischen Astrologie gehe, weil das mich mehr überzeugt. Was ist der Unterschied zwischen unserer westlichen Astrologie und indischen Astrologie? Erstens die Berechnung. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession. Und das bedeutet die Bewegung unserem Sonnensystem und durch diese Bewegung verschieben sie sich die Sterne. Der andere Unterschied ist, dass die indischen Astrologen nach Mondkalender arbeiten. Natürlich auch Sonnenkalender, aber sie betonen auch die Mondkalender und auch die beiden karmischen Knoten, Rahu und Ketu. In unserer westlichen Astrologie ist es nichts anderes als die aufsteigende Mondknoten und absteigende Mondknoten. Natürlich gibt es Unterschied auch wegen der Berechnung. Ich werde nicht ganz verabschieden von westlichen Astrologie, aber was ich in Zukunft vermitteln möchte, wie sehen wir das in westlichen Astrologie und wie sehen das die indischen Astrologen und natürlich das in Tageshoroskopen. Wenn ich die westlichen Horoskop anschaue, was uns bekannt ist, steht heute Mond in Konjunktion zu Neptun in Tierkreiszeichen Fischen. Das bedeutet unserem Träume, unserem Sehnsüchte, unserem Intuitionen. Und das ist eine fließende Energie, weil ein schöner Einfluss kommt von Jupiter, von Tierkreiszeichen Skorpion und auch von der Sonne von Tierkreiszeichen Krebs. Die drei Wasserelemente verbinden sie sich und der Botschaft ist auf unserem Träumen hören, das Vertrauen, dass alles im Fluss kommt und alles geschehen lassen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Aber wie die indischen Astrologen das berechnen, da ist die Sonnenaufgang in Tierkreiszeichen Zwillinge, weil die indischen Astrologen ordnen die Sonne, die Stellung zu der Sonne noch in die Tierkreiszeichen Zwillinge. Aber zurück zu unserer westlichen Astrologie, das würde bedeuten für die Krebsgeborenen ein Aufstieg, etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren, die Wahrheit suchen, aber auch finden und auch wahrgenommen werden. Und tatsächlich werden die Krebsgeborenen zurzeit wahrgenommen. Aber wenn ich die indische Astrologie betrachte, dann kann ich das auf dem Zwillingsgeborenen auch übertragen. Und tatsächlich geht auch bei den Zwillingsgeborenen eine Vorwärtsbewegung und sie verspüren auch die Leichtigkeit und sie bekommen auch Anerkennung und Lob auch in beruflichen Situationen oder sie erfahren die Wahrheit. Die Zwillingsgeborenen werden auch wahrgenommen. Mond befindet sich nach westlichen Astrologie in Tierkreiszeichen Fischen und steht in Verbindung zum Neptun. Mond und Neptun haben sehr viel Ähnlichkeit. Sie beherrschen die Wasserelement und natürlich beeinflusst unseren Gefühlen, unserem Unbewussten, unseren Träumen, unseren Visionen. Und diese fließende Energie, das, worauf wir vertrauen sollen, weil wenn wir das fühlen und vertrauen, dann wird sich das manifestieren. Und wie die Mond- und Neptun-Energie das uns heute vermittelt, wir sollen auf unsere Träume achten. Das kann natürlich auch bedeuten, dass wir etwas träumen und dieser Traum sagt uns etwas. Und hier möchte ich erwähnen die Traumdeutungen, wie wichtig das ist. Im Schlaf
verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke. Diese Träume haben keine Bedeutung und wir vergessen das auch. Aber es kommt immer wieder mal vor, dass wir eine ganze Geschichte träumen und das bleibt auch in Erinnerung. Und diese Träume sind nichts anderes als die Sprache, die Seele. Natürlich die Seele verwendet die Bildsprache und man soll diese Träume auch verstehen. Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, ich deute Träume und ich mache das leidenschaftlich, ich liebe das und dann kann ich auch weiterhelfen. Oft sind es die Sprache, die Seele und vermitteln diese Träume sehr wichtige Botschaften. Und es ist heute auch möglich bei dieser Neptun- und Mondverbindung. Indische Astrologie. Die indischen Astrologen ordnen die Mondbewegung noch in Tierkreiszeichen Wassermann. Zwar im Grenzbereich übergeht in Tierkreiszeichen Fischen, aber bei Sonnenaufgang ist noch in Tierkreiszeichen Wassermann. Weil die indischen Astrologen ihren Horoskopen anderes berechnen. Aber zurück zum Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen Klarheit und Orientierung. Und sie werden die Wahrheit suchen oder die Wahrheit erfahren. Sie bringen auch etwas ins Licht und wie ich schon sagte, sie werden gerade auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft und auch die Gespräche. Hier bewegt sich die Mondknoten, also das sind auch karmische Erinnerungen oder karmische Begegnungen, was gerade möglich ist bei Löwengeborenen. Aber ich übergehe jetzt zu den indischen Astrologie. Bei indischen Astrologie, so wird das berechnet, Merkur, der Planet, die Kommunikation ist noch im Krebs. In unserer westlichen Astrologie heißt, das ist schon im Löwe. Und Venus, die Liebesplanet, wird in indischen Astrologie immer noch zum Tierkreiszeichen Krebs gezählt, wobei im Grenzbereich, also übergeht gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Wenn wir schon bei Gesprächen sind oder Liebe, Partnerschaft, dann würde ich das so vermitteln, dass das auch für die Löwengeborenen sehr wichtig zurzeit, aber auch zu den Krebsgeborenen, weil das wirkt immer noch zu den Krebsgeborenen. Also Liebe, Partnerschaft als wichtiges Thema und auch die Gespräche, einen klärenden Gespräch, trifft natürlich auch die Krebsgeborenen. Die Löwengeborenen verspüren eine gewisse Unsicherheit in Liebe, Partnerschaft. Und sie sollen diese Unsicherheit überwinden. Bei vielen Löwengeborenen sind das Erinnerungen. Wenn das schöne Erinnerungen sind, dann sollen sie das auch bewahren. Wenn das aber mit Traurigkeit verbunden sind, dann lieber davon verabschieden. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität und das haben die Jungfraugeborenen auch gegründet. Sie fühlen sich auch gerade auf einen sicheren Boden. Und die Jungfraugeborenen haben gerade Kraft und Mut, etwas zu bewältigen. Kommt auch mehr Klarheit, mehr Orientierung. Und eine Nachricht oder ein Gespräch begeistert zurzeit die Jungfraugeborenen. Bei Jungfraugeborenen ist möglich eine kleinere Veränderung oder eine kleine Reise oder jemand besuchen oder einen Besuch empfangen. Es kommt etwas in Bewegung. Bei vielen Jungfraugeborenen ändert sich etwas in wohnlichen Situationen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben tolle Ideen. Und sie haben auch die Kraft und den Mut, all das zu verwirklichen. Aber sie wissen nicht, in welche Richtung sollen sie orientieren oder wo sollen sie anfangen. Sie suchen auch Unterstützung oder Gespräche.
Die Wagengeborenen ist auch ein wichtiges Thema, das eigene Zuhause. Und da werden die Wagengeborenen etwas verschönert. Das ist auch möglich, dass einige Wagengeborenen gerade umziehen oder überlegen, ob sie umziehen sollen. In die liebe Partnerschaft haben die Wagengeborenen Glück und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist eine fließende Energie und das beeinflusst die Gefühle. Und bei Skorpiongeborenen ist wichtig, auf ihren Träume, auf ihren Sehnsüchte, Visionen vertrauen und einfach geschehen lassen und dieser inneren Ruhe bleiben. Das kommt alles von alleine. Die Skorpiongeborenen haben gute Chancen, etwas zu gewinnen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist eine berufliche Veränderung oder Glück. Chancen, Möglichkeiten, etwas verbessern beruflich. Nicht nur da haben die Schützengeborenen Glück, sondern auch in die liebe Partnerschaft. Und eine wichtige Nachricht nähert sich auch. Oder ein Vertrag. Das kann auch ein Arbeitsvertrag sein. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen kommen die Erinnerungen. Wenn das schöne Erinnerungen sind, dann ist wichtig, das bewahren oder die Kontakt suchen zum jemand von Vergangenheit. Wenn das aber mit Tränen verbunden sind, dann lieber davon verabschieden. Was die liebe Partnerschaft betrifft, ist zwar ein wichtiges Thema, aber das verunsichert zurzeit die Steinbockgeborenen. Die sollen auf ihren Sehnsüchte achten und das auch geschehen lassen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen. Nach westlicher Astrologie wird gesagt, dass hier bewegt sich Mars, zwar rückläufig, in Tierkreiszeichen Wassermann. In indischen Astrologie wird das anderes berechnet und die indischen Astrologen sagen, Mars bewegt sich rückläufig in Tierkreiszeichen Steinbock. Natürlich bedeutet das für die Steinbockgeborenen, dass sie gerade Kraft brauchen. Die Rückläufigkeit kann natürlich das etwas bremsen oder eine männliche Person kehrt zurück von Vergangenheit. Aber zurück zum Wassermanngeborenen. Ich würde sagen, alles bewegt sich im Grenzbereich und wir können das auch berücksichtigen, dass die Mars-Energie auch zu Wassermanngeborenen wird. Und die Wassermanngeborenen brauchen gerade Kraft und Orientierung. Sie haben auch tolle Ideen und das möchten sie auch verwirklichen. Etwas spiegelt das Leben für die Wassermanngeborenen und das ist die liebe Partnerschaft und die Gespräche. Nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen. Weil hier alles im Grenzbereich bewegt, anderes in indischen Astrologie als in unserer westlichen Astrologie. Das würde ich auch für die Steinbockgeborenen auch empfehlen, dass die Kontakt suchen sollen zum jemand oder Interesse zeigen oder Gefühle zeigen. Und genau dasselbe würde ich vermitteln auch für die Wassermanngeborenen. In indischen Astrologie bewegt sich die Mond bei Sonnenaufgang noch in Tierkreiszeichen Wassermann und hier wirken die Mondhäuser. Weil Mond saugt alles auf und vermittelt uns weiter. Deswegen haben diese Mondhäuser eine sehr große Bedeutung auf unserem Alltag. Und die heutige Mondhaus bedeutet, konzentriert bleiben, die Sattel in Hand zu nehmen, selbst handeln, die Möglichkeiten, Chancen nützen, etwas in Bewegung setzen, das ist wichtig, oder von etwas befreien, damit alles in Bewegung kommt. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen. Nach westlicher Astrologie wird das beschrieben, dass Mond und Neptun hier im Tierkreiszeichen Fischen trifft. Das bedeutet unsere Träume, Sehnsüchte, unsere Visionen und das spüren sie natürlich, die Fischengeborenen. Und es ist sehr wichtig, daran zum Glauben und alles geschehen lassen und die innere Ruhe bewahren. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben Kraft und Mut, das ist ein beruflicher Aufstieg. In die liebe Partnerschaft haben die Wiedergeborenen auch Glück und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen hat sich alles beruhigt und kommen gute Einflüsse von außen
Veränderungen, unerwartete Ereignisse kommt alles im Vorn und die Stiergeborenen haben zurzeit auch Glück. Was die Liebe, Partnerschaft betrifft, ein bisschen Geduld noch, aber sie haben Erfolg beruflich und haben Glück in Finanzen. Nicht nur die Stiergeborenen können etwas gewinnen zurzeit, sondern auch die Skorpiongeborenen, das habe ich auch erwähnt, aber auch die Fischengeborenen. Die tierkreiszeichnenden Zwillingsgeborenen haben wieder Kraft und mit diesem Kraft werden etwas bewältigen. Sie werden ihre Unsicherheit überwinden und kommt eine Vorwärtsbewegung, auch Anerkennung, auch beruflich, aber auch in die Liebe, Partnerschaft und eine gute Nachricht oder ein Vertrag ist auch zum Erwarten. Und das war mein Tageshoroskop und noch die Blitzberatungen. Es sind E-Mails-Beratungen. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen Ihren Fragen. Es geht blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.